Hi und herzlich willkommen zum 22. Part meines Inselleben-Let's Plays. Melody ist gerade schon fleißig dabei, Möbel herzustellen, denn wir brauchen ja immer noch Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit, damit wir uns endlich eine Toilette leisten können, damit wir nicht mehr unseren Busch benutzen müssen. Im letzten Part ist ja so einiges passiert. Ich nehme jetzt leider direkt im Anschluss an den letzten Part auf, sodass ich eure ganzen vielen hoffentlich Kommentare gar nicht lesen kann. Ich hatte euch ja so viele Sachen gefragt und leider können wir davon jetzt aktuell noch nichts umsetzen, aber es wird trotzdem hoffentlich sehr spannend in diesem Part. Ich habe nämlich natürlich ein paar Sachen geplant, die wir unternehmen werden in diesem Part. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, vor allem, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Melody hat jetzt gerade hier schon wieder zwei Möbelstücke hergestellt, die wir jetzt einmal verkaufen können. Und zwar einmal diese Bar für einfach mal 800 Simoleons und diese Staffelei für 1150 Simoleons. Und damit haben wir tatsächlich wieder eine ganze, ganze Menge Geld verdient. Und ja, ich glaube, wir werden tatsächlich das meiste Geld eher hier durch unser Möbelherstellen verdienen und gar nicht durch die Yogakurse, wie das ursprünglich geplant ist. Melody macht jetzt gerade so ein bisschen hier ihren Haushalt, hat gerade schon die ganzen schmutzigen Teller weggeräumt, hat ein bisschen aufgewischt und wischt jetzt ein kleines bisschen Staub, dass die ganzen Wollmäuse hoffentlich mal verschwinden. Und ich finde, dann hat sie tatsächlich ihr Leben hier gerade relativ gut im Griff. Sie ist natürlich aktuell gedanklich immer noch sehr, sehr stark im letzten Part, in der letzten Nacht. Sie hat ja in der letzten Nacht mit Lissa gesprochen und Lissa hat ihr offenbart, dass wenn sie eine Meerhexe werden würde, also Melody, dass sie dann unfassbar starke Kräfte entwickeln würde und diese Kräfte wären halt nicht so richtig einzuschätzen. Man wüsste jetzt nicht so richtig genau, was passieren würde, wenn Melody als Meerjungfrau mit magischen Genen, sie hat ja Hexen als Vorfahren, eine Meerhexe werden würde, was dann passiert, das ist nicht abzusehen. Und deswegen ist es natürlich jetzt für Melody schon irgendwie, also sie ist gedanklich natürlich die ganze Zeit irgendwie da und denkt darüber nach, was sie tun soll, ob sie vielleicht auch mal mit ihrer Schwester Madison darüber sprechen soll oder eher nicht. Lissa hat ihr ja eher davon abgeraten, das zu tun, wobei ich ja da auch schon gesagt habe, dass ich auch das Gefühl habe, dass es ja durchaus sein kann, dass Lissa vielleicht auch gar nicht nur gute Absichten hat. Das sind ja alles so Sachen, die ich euch gefragt habe, wie ihr das Ganze seht. Und ja, da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, was da jetzt von euch gekommen ist. Vorher kann ich das natürlich jetzt noch nicht so richtig in die Wege leiten, aber ich habe mir überlegt, dass wir uns jetzt zumindest schon mal ein Buch kaufen. Und zwar die Meerjungfrauenmythologie. Das kommt ja auch mit meiner wunderschönen neuen Mod, die ich installiert habe, dank euch. Dieses Buch werden wir uns jetzt einmal kaufen, denn dadurch werden wir tatsächlich dann auch noch so ein kleines bisschen mehr herausfinden über Meerjungfrauen. Das haben wir natürlich auch von Lissa bekommen. Sie stattet uns jetzt momentan gerade mit allem aus, was wir brauchen, um eben so ein bisschen mehr herauszufinden über Meerjungfrauen, über das Ganze, was damit möglich ist und so. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob ihr die Einschätzung habt, dass sie nur gute Absichten hat oder ob sie vielleicht da auch so ein bisschen ihre eigenen Sachen verfolgt und deswegen eben Melody auch davon eher abrät, mit Madison zu sprechen, weil Madison ist ja eine Magierin und die könnte vielleicht Melody auch nochmal ein bisschen mehr zu der ganzen Thematik sagen, mit mehr Hexen und so, aber das möchte Lissa irgendwie nicht. Und ja, es ist natürlich jetzt interessant, warum sie das nicht will. Ob sie eben da einfach nicht will, dass Melody gewisse Infos bekommt, von denen sie nicht möchte, dass Melody bekommt. Deswegen gibt Lissa Melody natürlich die Bücher, von denen sie eben möchte, dass Melody die liest. Und das ist eben jetzt einmal die Meerjungfrauenmythologie. Und wir können hier das Rezept für eine Meersalz-Badebombe lernen. Und das machen wir natürlich mal. Und wir haben jetzt direkt hier die Fertigkeit Meerjungfrauenmythologie erworben. Melody hat die faszinierende Welt der Meerjungfrauenmythologie entdeckt. Geschichten über die Meermenschen mit Schwanz, die Macht über das Wasser und andere Elemente haben, werden seit Jahrhunderten von Seemann zu Seemann weitergegeben. Was ist real und was ist Fiktion? Das muss Melody herausfinden. Die Übersetzung ist doch nicht so ganz on point teilweise, aber ich werde das wahrscheinlich so Stück für Stück dann immer mal überarbeiten, aber das dauert wirklich lange, wenn man das selber übersetzt. Okay, für die Meersalz-Badebombe bräuchten wir eine Flasche Meerwasser und einen Wakame-Seetank. Ich würde sagen, wir werden den direkt mal suchen im Wasser. Ich weiß gar nicht so richtig, wonach wir jetzt suchen müssen, wenn wir diesen Seetang haben wollen. Aber ich würde jetzt mal hier nach Kelp suchen. Okay, sie hat da tatsächlich nur Meeressalat gefunden, wofür auch immer wir das brauchen. Also es ist echt richtig krass umfangreich, was mit dieser Mod dazu kommt. Also wir werden mit Sicherheit wahnsinnig viele Sachen noch entdecken. Und ihr hattet übrigens recht, es funktioniert jetzt. Wir können hier kochen, weil dieser Messerblock einfach nicht mehr da steht. Also der Messerblock war leider im Weg, obwohl er ja wirklich hier echt am Rand stand. Aber naja, es ist einfach Sims.
Malia schläft übrigens immer noch. Sie ist ganz, ganz müde irgendwie wieder gewesen. Und sie ist auch tatsächlich noch ein ganzes Stück müde. Melody macht jetzt gerade hier Frühstück, was dann eben auch Malia essen kann. Sie macht einen Superfood-Salad, natürlich. Das passt wunderbar zu ihr. Oh, das sieht aber auch lecker aus, oder? Mit ein bisschen Avocado. Und ich habe keine Ahnung, was da sonst noch so drin ist. Aber es sieht wirklich lecker aus. Malia ist jetzt tatsächlich auch endlich mal aufgewacht. Und sie hat hier einen Erdbeerjoghurt zum Frühstück bekommen. Den isst sie gerade mit gar nicht so guter Laune. Sie ist gerade richtig schlecht gelaunt, weil sie hasst es nämlich aufzuwachen. Sie hasst die Weckzeit. Das hat sie ja schon als Säugling nicht gemocht. Sie mag es einfach überhaupt gar nicht gerne aufzustehen. Sie würde am liebsten weiter in ihrem Bett liegen. Aber irgendwie ist das ja auch zu langweilig. Und das ist irgendwie gerade alles so ein bisschen zu viel für sie in ihrem Kopf. Eigentlich will sie liegen bleiben. Auf der anderen Seite will sie aber auch die Welt entdecken. Und das verwirrt sie alles. Und deswegen ist sie dann eben ein bisschen wütend morgens, wenn sie aufwacht. Und gerade geht es ihr aber tatsächlich schon wesentlich besser. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir tatsächlich nochmal mit Makoa Kontakt aufnehmen, dass Melody halt jetzt irgendwie so ein bisschen darüber nachgedacht hat und eigentlich schon ganz gerne möchte, dass ihre Tochter eben Kontakt zu ihrem Vater hat, jetzt wo sie eben ein bisschen länger darüber nachgedacht hat und da sie ja eben auch weiß, dass sie eben selbst eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihrem Vater hat und da eigentlich nicht möchte, dass Malia das so komplett genommen wird, dass sie deswegen eben dann vielleicht jetzt tatsächlich den Schritt auf Makoa zugeht und eben sagt, okay, ich bin tatsächlich dazu bereit, euch den Kontakt zu ermöglichen, aber es muss gewisse Spielregeln geben. Also ich möchte auf keinen Fall, dass du dich in irgendwas einmischst. Du verlangst auf keinen Fall irgendwie Sorgerecht oder sowas und Geld will ich von dir im Gegenzug aber auch nicht. Ich kann mich hier gut selbst versorgen. Ich möchte einfach nur das Beste für Malia und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben für Malia gut wäre, ihren Vater zu kennen. Und ja, das wird sie dann eben jetzt alles Makoa gleich einmal sagen. Wir werden ihn jetzt tatsächlich einmal, oder wir schicken ihm eine SMS. Vielleicht lädt er uns dann irgendwohin ein. Und wenn er das tut, dann werden wir eben da einmal mit ihm sprechen. Okay, Makoa meldet sich tatsächlich nicht von sich aus. Das heißt, wir werden ihn jetzt mal hier ganz direkt zu uns einladen und hoffen, dass er jetzt nicht irgendwie noch das Gefühl entwickelt hat, dass er jetzt auf einmal mit Malia nichts zu tun haben will. Das müssen wir natürlich jetzt mal beobachten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Melody halt, wie gesagt, im Hinblick auf ihre eigene Vergangenheit, dass sie eben sagt, ja, okay, mein Vater war immer eine super wichtige Stütze in meinem Leben und ich will das irgendwie für Malia auch haben und dass sie deswegen dann jetzt eben nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht hat und deswegen jetzt sich dazu bereit erklärt, hat eben Makoa wieder in ihr Leben zu lassen. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie es sich dann zwischen den beiden entwickelt. Weil ich meine, Makoa hat natürlich ganz, ganz, ganz eindeutig, und seht ihn euch an, er ist einfach schon wieder voll am Schwärmen. Er schaut hier durchs Fenster, sieht Melody und, ach okay, hier ist gar kein Fenster. Ups, dann weiß ich nicht, was er gerade gesehen hat. Irgendeine Halluzination. Vielleicht einfach der Gedanke daran, Melody jetzt gleich wiederzusehen. Vielleicht war es schon alleine das. Er musste sie gar nicht sehen. Er hat sie vor seinem inneren Auge schon gesehen und hat dann eben gewusst, dass er sich jetzt einfach nur wahnsinnig freut, sie wiederzusehen. Und deswegen werden wir jetzt einmal zu ihm hingehen, werden mit ihm reden und werden dann ein sehr versöhnliches Gespräch mit ihm führen, werden dann eben sagen, ja, danke, dass du mir jetzt auch die Zeit gegeben hast. Ich brauchte das wirklich, um mir gewisse Dinge eben einfach mal über gewisse Dinge eben bewusst zu werden. Und mir ist jetzt einfach klar geworden, dass dass Malia ihren Vater braucht und ich möchte sie dir nicht vorenthalten. Also wenn du nach wie vor Kontakt zu deiner Tochter haben möchtest, dann bin ich dazu bereit, dir das zu ermöglichen. Und ich weiß es nicht. Wir werden jetzt Malia einfach mal mit ihm so ein bisschen interagieren lassen. Wir werden sie mal ein bisschen mit ihm reden lassen. Sie wird fragen, warum. Sie wird fragen, warum ist das Holz hier gerade so splittrig? Oder warum hast du nur eine Badehose an? Warum hast du kein Oberteil an? Warum geht die Sonne gerade unter? Also sie wird so ganz viele Warum-Fragen wird sie jetzt gerade einfach stellen, weil sie gerade einfach voll in dieser Phase ist, in der sie das Leben irgendwie so erkundet und sie braucht ganz dringend eine neue Windel. Ich glaube, ja, Melody erledigt das jetzt gerade mal. Und ich denke, sie wird eben Makoa jetzt einmal hier so ein bisschen Bedenkzeit auch lassen, dass sie dann sagen wird, okay, ich muss die Kleine mal kurz baden. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, so ein bisschen darüber nachzudenken, was ich dir gerade gesagt habe, dass du halt ein Teil in unserem Leben sein kannst. Aber eben, wie gesagt, mit besagten Spielregeln. Ich möchte kein Geld von dir. Ich möchte im Gegensatz dazu aber auch, dass du niemals irgendwie Sorgerecht forderst. Also nimm mir bitte nicht mein Kind weg. Das ist alles, was ich von dir will. Und ja, sie wird dann eben... Melody hat die Schwachstelle Fish are Friends entwickelt. Sie ist von Natur aus fischfreundlich und sorgt dafür, dass sie viel mehr Verständnis für den
die Notlage schuppiger Kreaturen hat und sich aufregt, wenn er Okay, also sie will nicht mehr Fische essen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kann sie selbst keine Fische mehr essen, weil sie eben einfach denkt, Fische sind Freunde. Das finde ich irgendwie ein bisschen süß. Das sind alles so Sachen, die kommen eben dann so übers Spielen mit der Mod. Malia geht jetzt oben ein bisschen spielen und in der Zeit können sich dann eben jetzt die beiden hier mal ein bisschen unterhalten. Wir können uns ja vielleicht hier tatsächlich jetzt mal so ganz offiziell auch entschuldigen, wie das alles gelaufen ist, dass Melody eben sagt, dass es ihr leid tut, dass sie, wie das alles gelaufen ist, dass sie aber einfach auch total überrumpelt war, als Makoa einfach diesen Vaterschaftstest gemacht hat und dass das tatsächlich auch noch etwas ist, was sie immer noch nicht gut findet. Und ich kann mir aber vorstellen, dass Makoa auch sich entschuldigen wird dann, dass er dann eben auch sagt, ja, das war nicht richtig von mir, aber ich brauchte Gewissheit. Kannst du das verstehen, dass ich einfach wissen wollte, ob ich nochmal Vater geworden bin? Das ist für mich einfach... Also ich liebe alle meine Kinder und ich möchte einfach für alle meine Kinder ein guter Vater sein und ich musste es wissen. Ich musste wissen, ob Malia meine Tochter ist, weil ich werde natürlich immer für sie da sein. Und Malia räumt jetzt hier gerade erstmal den Küchenschrank aus. Wundervoll. Ja, also damit ist Makoa dann tatsächlich jetzt wieder Teil unseres Lebens. Wir werden uns jetzt hier noch ein kleines bisschen mit ihm unterhalten, werden vielleicht auch mal ein bisschen tiefgründigere Unterhaltung führen, dass Melody dann eben auch mal anspricht, dass sie eben auf keinen Fall will, dass er ihr irgendwie das Sorgerecht wegnimmt und Makoa wird dann sagen, dass er das eben auf keinen Fall tun wird. Ja, und ich denke, damit ist Melody dann jetzt auch erstmal zufrieden so. Ja. Und ich denke, dass das jetzt erstmal so ein guter Schritt in die richtige Richtung eben ist, dass Makoa und Melody dann jetzt vielleicht irgendwie... Ach süß, sie hat gerade Level 5 der Denkfähigkeit erreicht. Wodurch? Wodurch hat sie denn jetzt Level 5 der Denkfähigkeit erreicht? Sie hat doch gar keine Klötze hier unten. Hat sie das jetzt durch die Küche bekommen oder was? Bekommt sie Denkfähigkeit, wenn sie mit der Küche spielt? Wie cool ist das denn? Okay, sie hat einfach Level 5 der Denkfähigkeit jetzt. Melody, es geht jetzt noch nicht schlafen. Komm, ich cheate dir ein kleines bisschen Energie und du unterhältst dich noch ein bisschen mit Makoa. Malia wird jetzt aber tatsächlich dann einmal ins Bett gehen. Ich denke, sie wird ein bisschen schlafen. Und Melody und Makoa können sich dann eben noch so ein kleines bisschen unterhalten, weil ich denke, die beiden haben sich jetzt aktuell schon relativ viel zu sagen. Sie wird Makoa dann eben jetzt natürlich mal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was die Entwicklung von Malia betrifft, wird ihm eben so ein bisschen erzählen, wie die Geburt auch verlaufen ist und was macht ihr? Seid ihr am Flirten? Nein, ne? Nein, ihr seid nicht am Flirten. Sehr gut. Er wird eben jetzt einfach so ein bisschen Makoa erzählen, was überhaupt so passiert ist, was er verpasst hat jetzt in der Entwicklung von Malia und ich denke, das ist tatsächlich auch wirklich was, was ihn interessiert, weil ich meine, er hat schon 4 Kinder, er kennt sich ja so ein bisschen mit der ganzen Entwicklung und so aus und wird dann eben auch Nachfragen stellen, ob sie schon irgendwie ja, alle Zähne hat oder irgendwie sowas, wird er dann eben fragen und ob sie gestillt hat und ob das alles funktioniert hat und wird dann wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen traurig sein, weil er eben viele Dinge auch verpasst hat jetzt in der Entwicklung von Malia, aber wird dann eben auch sagen, dass er eben froh ist, dass er jetzt eben Teil ihres Lebens sein darf. Und ich glaube, ich lasse Melody jetzt tatsächlich auch nochmal mit ihm flirten. Ich weiß, dass nämlich viele von euch Makoa echt toll finden. Und irgendwie wäre es ja auch schon ein bisschen süß, wenn die zwei so... Also ich meine, Makoa hat ja eine offene Beziehung mit seiner Frau. Das wissen wir ja jetzt. Wir haben ja gesagt, er hat eine offene Beziehung mit seiner Frau. Das ist auch die einzige Voraussetzung für mich, wo ich sage, okay... Damit kann ich dann leben, dass Melody irgendwie auch was mit ihm hat, weil Melody würde das im Leben nicht tun. Sie würde nicht mit ihm irgendwas anfangen, wenn er... eine feste Beziehung mit seiner Frau hat. Da würde sie sich niemals reinkrätschen, das glaube ich nicht. Aber er hat ja eine offene Beziehung mit seiner Frau und ich glaube, gerade fühlt sie sich ihm einfach relativ nah, weil sie jetzt, also irgendwie dadurch, dass sie jetzt auch gesagt hat, okay, du darfst der Vater für unsere Tochter sein, wir machen das gemeinsam, wird sie tatsächlich jetzt mal ein bisschen mit ihm flirten, weil sie halt auch weiß, dass er ja Interesse an ihr hat, ganz offensichtlich. Das hat er ja auch schon mehrfach gesagt. Er war ja auch wirklich immer jemand, der gesagt hat, ja, ich mag dich, Melody. Mehr als einfach nur so ein bisschen. Ich mag dich absolut. Er hat da ja nie irgendwie ein Geheimnis draus gemacht. Er war da ja immer sehr, sehr offen und hat das eben auch so, ja, so mitgeteilt. Und ja, deswegen... wird Melody jetzt einfach eben das einfach mal kurz genießen, dass sie einfach mal jemanden jetzt hier gerade an der Seite hat, mit dem sie sich so verbunden fühlt, einfach auch durch das gemeinsame Kind, durch die viele Zeit, die sie eben irgendwie ja auch schon verbindet, weil ich meine, die beiden kennen sich ja nun schon relativ lange, wenn man mal überlegt, sie vor der Schwangerschaft haben sie sich dann eben kennengelernt und also weit davor, eigentlich schon ganz am Anfang, als Melody hier hingezogen ist, wo sie noch eine Teenagerin war, aber Makoa wird dann jetzt sagen, hey, ich will nicht, dass das nachher hier irgendwie zu viel wird für dich,
ich verdau das erstmal, was heute alles passiert ist. Ich will dich jetzt nicht irgendwie überfordern mit irgendwas, was du vielleicht nachher bereust. Ich werde jetzt erstmal gehen und mach dir erstmal Gedanken, was du willst, Melody, weil ich will nicht, dass du mir das Herz brichst, weil du weißt, wie ich über dich denke. Und wenn du jetzt anfängst, mit mir zu flirten, dann will ich, dass du das auch absolut ernst meinst und nicht irgendwie, dass ich für dich so eine Ablenkung bin von irgendwelchen Alltagsgeschichten. Mach dir bitte erstmal Gedanken, was du willst. Und da seid ihr jetzt auch wieder gefragt, was will Melody? Denkt ihr, dass sie mit Makoa eine Liebesbeziehung nochmal anfängt? Oder denkt ihr das eher nicht? Weil Makoa hat jetzt halt ganz klar gesagt, das erste Mal wirklich so deutlich, weil bisher hat er ja immer alles genommen, was er von Melody bekommen hat, aber er wird jetzt eben auch sagen, dass er jetzt halt ganz ehrlich zu Melody ist und wird eben sagen, dass er kein irgendwie so One-Night-Stand-Gedöns mit ihr will, sondern dass, wenn sie sich dazu entscheidet, dass er dann eben wirklich ernsthaft was mit ihr anfangen möchte und dann am liebsten halt auch wirklich was Exklusives. Und da müssen wir uns natürlich dann überlegen, wie das dann eben so in Zusammenhang gebracht werden kann mit seiner Frau, ob er dann, also die beiden führen ja eine offene Beziehung, aber er hat ja jetzt zu Melody gesagt, dass er eben nicht einfach nur sowas Lockeres haben will, sondern eben, dass sie das schon ernst meinen soll. Und dann kann sie natürlich auch das Gleiche von ihm erwarten. Also sie kann natürlich dann auch hingehen und sagen, ja gut, aber du kannst jetzt nicht irgendwie hier nur was Lockeres mit mir haben und ich soll jetzt irgendwie nur mit dir. Also das geht natürlich nicht. Und dann müssen wir uns halt überlegen, ob langfristig vielleicht tatsächlich dann eben doch Makoa irgendwie ihr Partner wird. Natürlich erst in der nächsten Generation dann, also wenn Malea dann ausgezogen ist, weil aktuell müssen wir erstmal alleinerziehend sein. Wir können aber natürlich auch sagen, okay, wenn Malea ein Teenager ist, dann ist es halt so weit, dass man sagen kann, okay, so richtig diese Kindererziehung ist ja jetzt vorbei und dann kann man halt sagen, gut, Melody war ja alleinerziehend die meiste Zeit ihres Lebens und jetzt, wo Malia eine Teenagerin ist, könnte man das mit einer Partnerschaft doch versuchen. Aber schreibt mir das alles in die Kommentare, weil ich meine, Melody ist immer noch sprunghaft. Es ist dann auch immer noch die Frage, ob sie das kann, ob sie da so über ihren Schatten springen kann und sagen kann, okay, ich bin dir treu, auch wenn ich sprunghaft bin. Es ist dann immer die Frage, ob sie das dann kann. Aber ja, ich bin da mal wieder sehr angewiesen auf eure Ideen, was ihr denkt, wie wir das Ganze jetzt weitermachen. Machen wir wirklich was Romantisches mit Makua oder nicht? Will Melody das überhaupt? Also ich glaube schon, dass ihr das jetzt gerade sehr, sehr gut getan hat. Also auch sich mit Makua mal auszusprechen. Und ich glaube, dass sie sich ihm auch wirklich sehr nahe gefühlt hat. Und ich weiß aber wirklich nicht, wie lange das bei ihr anhält, weil sie ist sprunghaft und es ist mal so und ja, wir müssen uns da was überlegen, aber schreibt mir da gerne alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht. Es ist der nächste Morgen und Melody steht schon früh in der Küche und macht einen Obstsalat. Heute möchte sie ihrer Tochter gerne mal kein Käsebrot zum Frühstück machen oder einen Erdbeerjoghurt, sondern es gibt einen Obstsalat, den sie dann gleich frisch essen kann, wenn sie dann eben aufsteht. Sie hat sich natürlich alles, was Makoa gestern so gesagt hat, durch den Kopf gehen lassen und sie ist natürlich sehr, sehr, sehr gedanklich gerade bei dieser Geschichte, bei dieser Unterhaltung, bei allem, was jetzt irgendwie da so passiert ist und irgendwie kann sie ihre Gefühle gerade nicht so richtig einordnen. Auf der einen Seite hat sie immer gesagt, dass sie nichts Festes will und sie hat immer Makoa so ein bisschen von sich weggestoßen und wollte das alles nicht und hat eigentlich ihn immer wieder verletzt und er ist trotzdem da geblieben, was ja auch irgendwie krass ist, finde ich, weil Melody hat ihn so oft abgewiesen und hat immer wieder gesagt, nein, ich will nichts von dir, nein, ich will nichts von dir und jetzt auf einmal hat sie irgendwie dieses komische Gefühl, dass sie bei ihm irgendwie sich so aufgehoben fühlt, dass sie das Gefühl hat, dass er irgendwie so eine Konstante in ihrem Leben ist, jemand, irgendwie so ein Fels in der Brandung für sie in ihrem doch sehr turbulenten Tag und ja, jetzt ist sie sich irgendwie nicht so richtig sicher, was sie da fühlen soll und denken soll. Und natürlich will sie ihn auch nicht die ganze Zeit verletzen, weil das hat sie einfach schon zu oft gemacht. Aber jetzt gerade in diesem Moment fühlt sie sich sehr hingezogen zu ihm. Aber ich weiß nicht, ob das bei Melody halt auch dann immer so ist, weil, wie gesagt, mit dem Sprunghaftmerkmal ist das natürlich so eine Sache. Da ist leider einfach die Gefahr sehr groß, dass sie zwar jetzt gerade sich unsterblich in Makua verliebt hat, Malia, du kannst jetzt auch mal aufstehen und Obstsalat essen, dass sie sich jetzt gerade super unsterblich in Makua verliebt hat und er das wirklich Beste für sie ist, aber in 3 Tagen sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Und das ist einfach die Gefahr, die wir jetzt gerade haben. Wir dürfen ja auch eigentlich keine feste Partnerschaft haben, aber irgendwie geht ihr Makoa gerade nicht aus dem Kopf.
Kopf und ich sehe gerade, unser Kristallbaum ist gewachsen. Wie cool, der sieht richtig toll aus. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass unsere diese jetzige aktuelle Generation so magisch werden würde. Wir haben einmal unsere magischen Kristalle hier, dann haben wir jetzt noch die ganze Sache mit den Meerhexen und Meerjungfrauen und so. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir da so krass in den Okkultismus abtauchen in dieser Generation. Das war so tatsächlich überhaupt nicht geplant. Aber ich liebe es total. Ihr wisst ja, dass ich total gerne so mit den Okkulten spiele. Und deswegen ist das für mich jetzt gerade echt richtig schön. Ich hoffe natürlich, dass ihr das genauso mögt, wie ich das mag. Und ja, es ist einfach richtig schön. Ich spiele diese Story momentan wirklich super, super gerne. Ich habe übrigens gesehen, dass Malea morgen schon Geburtstag hat. Das ist so, so, so krass, weil sie einfach dann schon ein Kind wird. Und das ist krass, wie schnell das geht, weil dann werden wir natürlich auch ihre Story noch zusätzlich so ein bisschen mehr spielen. Sie wird natürlich dann auch noch mehr in den Fokus rücken. Jetzt aktuell geht es ja hauptsächlich um Melody und um ihr Liebesleben mit Makoa, um ihr Yoga-Ding, um ihr Geheimnis mit der Meerjungfrau und so. Das ist natürlich alles aktuell sehr im Fokus. Aber dann wird natürlich bald auch Maleas Leben in den Fokus rücken. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Das wird auch nochmal eine ganz andere Zeit. Und ich denke, wir sollten jetzt den heutigen Tag noch ein bisschen dazu nutzen, ihr so viele Sachen beizubringen, wie es geht. So viel ist das jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Melody ist jetzt gerade dabei. Was bringt sie ihr denn bei? Denken. Denken kann sie schon. Melody, bringt ihr am besten irgendwas bei, was sie noch nicht kann. Okay, sie bringt ihr jetzt bei, Entschuldigung zu sagen. Und ich glaube ja tatsächlich, das levelt auch die Kommunikation von ihr. Und das müsste zusätzlich eigentlich auch hier noch einen positiven Effekt genau auf die Konfliktlösung haben. Perfekt, Melody, mach weiter damit, das ist gut. Und unsere Rechnungen sind gerade gekommen. Die 205 Simoleons werden wir natürlich direkt bezahlen, damit wir dann nicht wieder irgendwelche Probleme mit unserem Strom bekommen. Ich finde das irgendwie gerade total schön, dass Melody gerade so schnell singen lernt, weil wir haben ja damals schon immer gesagt, dass sie halt irgendwas mit Musik machen soll. Sie hat ja ihre Geige und irgendwie haben wir das nie so richtig verfolgt. Und das passt jetzt eigentlich halt voll gut, dass sie halt jetzt so als Meerjungfrau, und ich finde, sie ist auch besser geworden, oder? Das klingt wesentlich besser jetzt, finde ich. Dass sie jetzt eben als Meerjungfrau so dieses Singen dann eben wieder für sich entdeckt und das dann eben auch perfektioniert. Ich lasse sie jetzt mal weiter ein bisschen singen, weil sie lernt es gerade wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, ob das an der Mod liegt, weil sie das jetzt hier auf dem Felsen übt. Aber sie hat ja gerade erst Level 4 bekommen und sie wird jetzt gleich auch Level 5 schon erreichen. Das ist krass. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, Leute. Melody und Malea sind gerade schwer damit beschäftigt, hier ganz viele Fähigkeiten aufzubauen. Malea hat jetzt gerade halt wirklich hier schon ganz viel relativ hoch. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt gerade so ein kleines bisschen ohne euch spiele und wir dann morgen noch zusammen den Geburtstag von Malea feiern, dass wir sie noch zum Kind altern lassen. Ich glaube, das fändet ihr bestimmt cool, oder? Also wenn ihr jetzt in diesem Part noch sehen würdet, wie sie zum Kind wird, dass ich jetzt gerade so ein bisschen ohne euch spiele, weil dann habe ich ja nicht so einen ultralangen Part, weil ich spiele ja ohne euch und mache nichts mit euch. Und lasse die beiden einfach nur Fähigkeiten aufbauen und werde mich nur bei euch melden, falls irgendwas Gravierendes passiert. Sie hat hier übrigens gerade ein Virus gemalt. Sehr niedlich. Wir werden jetzt noch ein Chicken malen hier. Und lasse sie jetzt einfach hier so ein bisschen alle ihre Fähigkeiten aufbauen. Melody hat einfach auch Singen jetzt gleich schon auf, ach ja, fast auf Level 7. Wahnsinn. Und ja, dann melde ich mich einfach gleich bei euch, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ansonsten feiern wir morgen den Geburtstag von Malea. Ich würde sagen, das machen wir so. Okay, Leute, es naht ein wirklich interessantes Ereignis. Das muss ich euch kurz zeigen. Wir sind nämlich tatsächlich im Begriff, Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit zu bekommen. Ich spule jetzt gerade mal ein bisschen weiter. Aber es müsste jetzt eigentlich gleich soweit sein. Ich hoffe, mit diesem Möbelstück. Nein, wir müssen natürlich noch ein Möbelstück herstellen. Wir werden mal dieses süße Winkelchen hier herstellen. Und damit müssten wir dann aber eigentlich endlich Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit bekommen. Und das bedeutet, wir können uns endlich eine Toilette bauen. Das ist ein wichtiges Ereignis, an dem ich euch natürlich jetzt teilhaben lassen möchte. Und deswegen sehen wir uns jetzt gerade einmal kurz. Sie bekommt den veränderten Persönlichkeitsding jetzt hier Perfektionistin. Ich finde, das passt gut zu Melody. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Und sie hat jetzt tatsächlich einfach Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Das ist richtig krass. Und ich werde sie natürlich jetzt gleich direkt eine Toilette bauen lassen, wenn sie hier fertig ist. Okay, diese Toilette sieht viel cooler aus, als ich dachte. Ich dachte, das wäre diese komische Holztoilette. Aber die sieht richtig cool aus. Ich kenne diese Toilette gar nicht. Das ist toll. Okay, wir haben jetzt endlich eine Toilette und wir haben wahnsinnig viel Geld, weil sie natürlich jetzt alles verkaufen kann, was sie hier gerade hergestellt hat, um das so weit zu bringen. Und das ist so cool. Sie hat einfach jetzt eine Toilette. Endlich, Leute, es ist soweit. Und es geht ja einfach furchtbar. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Okay, es ist dann
nächste Morgen, Malia wird gerade stinkig wach, so wie es irgendwie immer der Fall ist. Und Melody ist natürlich todmüde, weil sie halt die ganze Nacht eigentlich nur Möbel hergestellt hat. Aber sie wird natürlich jetzt trotzdem einmal ihre Tochter waschen, denn sie hat heute Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht tatsächlich Elena einladen, um ihren Geburtstag zu feiern. Weil Elena war, glaube ich, tatsächlich noch nie hier. Und ich kann mir vorstellen, dass Elena halt vielleicht so ein kleines bisschen Urlaub dann auch hier macht. Dass sie irgendwie sich hier irgendwo ein Ferienhaus mietet und dann jetzt auch ein paar Tage eben hier ist auf Sulani und deswegen eben zum Geburtstag ihrer Enkeltochter eben dann hier Melody besuchen kommt. Oh, Elena ist gerade tatsächlich vorbeigekommen und wir werden natürlich jetzt erstmal sie umarmen und einfach glücklich sein. Okay, krass, wir können jetzt richtig viel hier machen mit Meerjungfrau. Das machen wir natürlich nicht, weil ich glaube, Elena ist da so gerade gar nicht bereit für irgendwie was mit Meerjungfrauen zu machen. Es ist natürlich, nein. Wir werden sie umarmen und werden ihr einmal sagen, dass wir halt total glücklich sind, dass sie eben da ist, dass es richtig schön ist für Malia, dass ihre Oma jetzt eben an ihrem Geburtstag da sein kann. Ich habe jetzt gerade die kleine Problematik, dass wir hier nicht kochen können. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt mal mit allen zusammen zu Lissa reisen und werden dann da eben unseren Geburtstagskuchen kochen, weil wir irgendwie mal wieder keinen Strom haben. Es gibt natürlich mal wieder den zuckerfreien Kuchen. Den werden wir jetzt hier einmal backen. Melody ist so müde. Sie kommt momentan einfach überhaupt nicht zum Schlafen, weil irgendwie alles so spannend ist. Und ihr hattet mir auch, ganz viele von euch hatten mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr es cool fändet, wenn Melody und Malia ein Haustier bekommen würden. Allerdings habe ich auch Stimmen dagegen gelesen, die auch... Oh nein, Elena hat sie gerade abgewiesen. Elena, was bist du für eine Oma? Du kannst es doch nicht abweisen, wenn deine Enkeltochter dich umarmen will. Das geht doch nicht. Oh. Okay, naja, auf jeden Fall gab es auch Stimmen dagegen, wegen eines Haustieres. Und ich bin mir jetzt halt gerade nicht so ganz sicher, weil ich sehe da auch eure Bedenken. Ach süß, Jay macht mit ihrer Bauchzeit hier gerade. Ich sehe da auch eure Bedenken, dass wir halt eigentlich für ein Haustier gar keine Zeit so richtig haben. Ich habe das auch so ein bisschen eher als Befürchtung. Wir können mal gucken. Also schreibt mir das gerne nochmal, ob ihr denkt, Haustier oder nicht. Vielleicht mache ich auch mal eine Abstimmung. Also haltet da die Augen offen im Community-Tab. Vielleicht mache ich da eine Abstimmung zu, ob wir uns ein Haustier holen oder nicht. Ich glaube, das ist das Beste. Dann kann ich so ein bisschen eure Gesamtmeinung sehen. Das ist immer ein bisschen repräsentativer, als wenn ich einfach nur nach Kommentaren frage. Ich denke, das werden wir machen. Wir werden einmal Geburtstagskerzen hinzufügen, die wir uns leisten können. Das ist sehr, sehr schön. Momentan haben wir ja echt keine Geldsorgen hier. Und werden dann einmal unserer Tochter hier beim Kerzenauspusten helfen. Und damit wird Malia tatsächlich schon zum Kind. Könnt ihr das glauben? Das ist so krass. Das ist einfach so krass, dass sie einfach jetzt zum Kind wird. Alles Gute zum Geburtstag, Malia. Du wirst jetzt schon ein Kind. Und ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Okay, wir werden ein Merkmal vergeben müssen. Und ich muss jetzt mal gerade die Regeln gucken. Ehrgeizig und Snob müssen wir nehmen. Das sind die Pflichtmerkmale. Und ich würde sagen, als Snob können wir durchaus auch als negatives Merkmal verbuchen. Das heißt, falls wir jetzt noch nicht ehrgeizig oder Snob wählen können, also ich glaube, wir können tatsächlich ehrgeizig und Snob im Kinderalter noch gar nicht auswählen. Und deswegen würde ich ihr tatsächlich jetzt gerne gesellig geben. Also ich denke, das ist, glaube ich, wirklich so das Beste, was wir ihr geben können. Wir können auch Insider, dieses Sims lieben, ist Mitglied einer Gruppe zu sein, aber irgendwie ist es nicht so. Also ich denke, gesellig. Ich fand eigentlich dieses selbstverliebt ganz cool. Vielleicht nehmen wir auch das statt Snob. Also könnt ihr mir mal schreiben, ob wir Snob austauschen sollen durch selbstverliebt, weil irgendwie ist das so ein bisschen eher das, was ich sie sehe. Aber ich finde, gesellig ist halt wirklich genau Malia. Das ist das, was wir mit ihr machen wollen, dass sie halt einfach super viele Kontakte hat und einfach auch unter Menschen ist und sich da feiern lässt. Und ich glaube, das ist wirklich was Gutes. Und deswegen denke ich, wird sie da auch sozial bekommen als Bestreben. Und sie ist so hübsch. Okay, wir werden natürlich direkt in den Credit Sim hüpfen.
Und das ist jetzt unsere wunderschöne Malea. Ich habe ihr tatsächlich Sommersprossen gegeben. Die hatte sie nicht von Anfang an, aber ich finde, die passten so, so, so gut zu ihr, weil sie halt einfach hier auf einer Insel groß wird und so. Lockige Haare hat sie immer noch und ich hoffe wirklich sehr, dass sie euch gefällt. Ich denke, jetzt fängt so langsam auch die Zeit an, wo sie sich ihre Kleidung selbst aussucht und sie wird wahrscheinlich dann eher so... Ja, so schickere Sachen sich dann eben aus. Das heißt schickere Sachen, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass sie halt schon so ein bisschen Mini-Influencerin wird wahrscheinlich. Und ja, das ist ja so ein bisschen der Weg, den wir für sie jetzt schon ebnen, für die nächste Generation. Und ich finde sie einfach nur toll. Und um euch das einmal zu präsentieren, wie es jetzt eben wäre, wenn Malea eine Meerjungfrau wäre. Tada! Ihr könnt jetzt entscheiden, möchtet ihr das oder möchtet ihr das nicht? Ich habe sie jetzt tatsächlich mal zu einer Meerjungfrau gecheatet und ich fände es tatsächlich richtig cool, wenn sie jetzt erstmal eine Meerjungfrau wäre. Natürlich später nicht mehr, wir würden dann eben zu einer Meerhexe hingehen. Vielleicht sogar dann irgendwann ohne Bezahlung, wenn ihr jetzt irgendwie ein Problem damit habt, dass sie dann irgendwas dafür geben muss, keine Meerjungfrau mehr zu sein. Können wir auch einfach so tun, als würde vielleicht dann auch Lissa als Freundschaftsdienst ihr diese Meerjungfrauenkräfte wegnehmen, weil wir werden auf jeden Fall in der nächsten Generation nicht mehr mit einer Meerjungfrau spielen. Aber wir könnten halt jetzt in dieser Generation wunderbar mit Melody und Malea erstmal dieses Meerjungfrauendasein spielen. Also beide könnten dann eben hier erstmal richtig viele coole Sachen machen als Meerjungfrauen. Und das könnt ihr mir aber eben in die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass Malea eine Meerjungfrau ist. Ich nehme mir das sonst bis zum nächsten Part wieder weg, wenn ihr das blöd findet. Und ja, hier ist einmal Jessica aus dem Schnitt. In der Zwischenzeit habe ich nämlich eine Abstimmung gemacht und die meisten von euch haben tatsächlich dafür gestimmt, dass Malea keine Meerjungfrau werden soll. Allerdings hat Klein und Crazy auch ganz gut festgestellt, dass die meisten vermutlich nicht gelesen haben, dass Malea natürlich keine Meerjungfrau bleiben soll. Also sie wird in der nächsten Generation natürlich keine Meerjungfrau sein und aus diesem Grund werde ich sie tatsächlich erstmal eine Meerjungfrau sein lassen. Und wir sprechen dann im nächsten Part über alles Weitere, aber das schon mal am Rande. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, damit beende ich jetzt diesen Part. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und bis zu meinem nächsten Part wünsche ich euch dann jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns bis dann. Tschüss!